Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer actiongeladenen Folge Minecraft Funchy! Mit mir, alter Beule! Mit Hallo. Ihm, alter Beule. Okay, jetzt haben schon die Leute keine Lust mehr auf das Projekt. Aber trotzdem. Oh yeah! Wir machen heute mal ein bisschen weiter. Und zwar haben wir angefangen in der letzten Folge mit... Was haben wir angefangen, Dani? Er tut immer noch so, als würde er aufnehmen. Also ich bin immer noch in der Höhle. Achso, ja super. Und ich bin immer noch in meinem, ja. Das gehört ganz alleine mir. Nee, in unserem Haus. Ja, ja. Und hänge so ein bisschen rum. Kennt man. Ja, kennt man. Ich nehme mal die Schuffel raus. Die Schuffel. Ich kämpfe gerade gegen das Krümelmonster. Ja. Okay. Ich mache hier so Big Action. Übrigens haben wir jetzt ja, bitte. Wir haben auch einen Apfel jetzt. Ein Apfel. Karotten. Fuck. Geil, ein Apfel. Alter. Alter Schwede. Richtig hardcore. Warum bin ich eigentlich in die Höhle gegangen? Ich wollte erstmal Diamanten und so, klar. Und ein bisschen Rohstoffe. Es wurde ja entschieden, in der letzten Folge, für uns nicht die letzte Folge, für euch auch nicht die letzte Folge, es wurde entschieden, dass wir umziehen sollen. Ich denke mal, wir bereiten da die nächsten Folgen alles mal so vor, dass wir da... Oder wir machen so zwei sagen, Häuser. Wir bleiben hier noch in der Nähe, weil... Ja, keine Ahnung. Nee, der Platz ist ja schon ausgesucht, wo wir hin sollen. Aber ich würde sagen, wir bauen da nur ein Zweithaus hin, so ein Ferienhaus oder so. Das werden wir immer mal wieder zu den Dorfbewohnern oder so gehen, dass wir da wohnen können für die Nacht. Wie wär's? Dass wir so ja, beides nicht haben. Schlecht, ja, finde ich nämlich. Und wir sollten auf jeden Fall... Pass auf, Dani. Wir sollten auf jeden Fall eine Katze mal holen zu uns, weil... ja, hier, der Weg geht die ganze Zeit kaputt. Wenn wir hier mal eine Katze hinstellen, dann... Das ist eine wundervolle Idee. Rat mal, warum ich einen Dschungel gesucht habe. Na okay, wegen Kakaobohnen, aber da hätten wir auch eine Katze finden können. Hätte. Ah. Ja gut. Du machst nichts. Du machst gar nie was. Doch, ich arbeite gerade am Feld weiter. Ja gut, du hast recht, ich mach nie was. Aber trotzdem. Kannst du auch mal auf Entdeckungstour gehen. Wenn du immer so viele Sachen forderst. Ich fordere gar nichts mehr ab jetzt. Okay. Ich nehme noch mal ein bisschen Kohle mit. Auf welcher Ebene bin ich hier? Lohnt es? Das habe ich jetzt Screenshot gemacht. Ebene 33. Ne, lohnt sich nicht hier weiter Kohle abzubauen. Können eh keine Dias hinter sein. Also, können schon, aber... Dann eben nicht. Sorry. Wenn du zurückkommst, wirst du überrascht sein, wie schön das hier mittlerweile ist. Oh, ja. Es ist so wunderschön. Ja. Ach dann, ich muss echt sagen, dieses Projekt macht mir so Spaß. Haha. Oh ja. Das macht es. Einfach mal wieder Singleplayer spielen, anstatt hier irgendwie die ganze Zeit... Singleplayer? Survival. Ja, was heißt Singleplayer? Einfach mal wieder normal bauen, anstatt... Du weißt, was ich meine. Ich find's auch geil, dass keine Mods drauf sind. Ich mag Mods gar nicht. Ich auch nicht. Ich finde das immer so stressig. Oh, irgendwie muss ich dann so, was macht das? Brauchst du eigentlich noch ein bisschen Kies für die Wege oder so? Nee, also hab alles eigentlich. Achso, weil ich hier ganz, ganz viel Kies gerade gefunden habe und so am Abbauen bin. Ja. Ich guck, ob dahinter noch was ist in dieser Kieswand. Nee. Dann halt nicht. Ich meinte es doch so gut. Ach komm, Dani, ich weiß es doch. So. Ich höre ein Skelett planschen. Und ein Zombie. Aber wo? Hier? Nee. Hier? Hier? Ich weiß, dass ich es höre, aber ich weiß nicht wo. Das ist nicht gut. So, ich geh jetzt auch mal nach Hause. Bevor hier wieder Monster kommen. Ja, ist böse Monster. Du kennst ja die bösen Monster, ne? Die bösen Monster, die kenne ich, ja. Tatsächlich. Tatsächlich kenne ich die. Ich werde mich jetzt mal nach oben graben einfach. Ich habe ja einen Kompass, also laufe ich dann nach Hause, okay? Okay.
Ist es nachts? Es ist Nacht, ja, tatsächlich. Hier ist noch ein bisschen. Jetzt weiß ich, wo sie herkommen. Nee, ich bleib doch noch. Na gut. Ich hab's gefunden, wo sie planschen. Ja gut. Tut mir leid. Ach, ich hab mich echt auf dich gefreut. Aber hier ist wieder hier ist so ein Minenschacht. Hatte ich den schon? Ist das mein Minenschacht? Sieht so aus, oder? Sieht so aus, ja. Ich glaube, es ist mein Minenschacht, den ich schon hatte. Ja, scheint so zu sein. Ist meiner. Dann greife ich mich doch nach oben. Aber ich weiß hier gar nicht, wo du momentan rumhängst. Ich habe einen anderen Typen gefunden. Ach so. Ist ja auch schön. Ja. Finde ich auch. Also, er ist schon schön. Hast du recht. Ist er auch süß? Ja, eigentlich schon. Ein bisschen dünn vielleicht und wo ist eigentlich ab und zu mit einem kleinen Bogen auf mich. Wie bitte? Ein Bett von uns fehlt. Oh. Ja, weil du alles in die Luft gesprengt hast. Ach so. Ja, stimmt. Na, das wird schon, Dani. Das wird schon. Mhm. Ich gehe jetzt mal nach Hause. Wir haben jetzt sogar ein Haustier bei uns hier. Was hast du getan? Das siehst du dann. Ich komme nach Hause. Wahrscheinlich ist eh alles in Trümmern, wenn ich endlich wieder da bin. Nein. Ja, wetten? Wetten, wetten? Wetten, wetten, Fahrradketten? Nee, lass mal. Oh. Bin draußen. Okay, wo geht's nach Hause? Immer den Kompass nach! Oh, hi, Creeper. Immer den Kompass hinterher. Einer Legende auf der Spur. Dein Weg dich übers Meer. Na, woher kommt das? Ich hab keine Ahnung. Das kommt von One Piece. Nie geschaut. Nie Interesse gehabt. Schade. Schade. Schade, Schokolade. Ich bin halt so lustig. Oh Gott. So lustig! Oh. Alle lachen einmal. Ich müsste jetzt eigentlich so ein Schild hochhalten mit bitte lachen. Bitte lachen. Wie bei so einer schlechten Fernsehsendung, die so langweilig ist, dass keiner lacht. Alle einmal lachen. Du meinst RTL? Genau, RTL. Wollte ich gerade sagen. Was? Weißt du, wenn ich nicht aus meinem Leben, wenn ich einfach nichts erreiche, weißt du, ne? Dann werde ich Schauspielerin bei RTL, dafür muss ich gar nichts können. Das stimmt, in der Tat. Das ist wirklich eine Tatsache auch. Warum hast du... Was? Was macht Mark da draußen? Mark, das ist ein Eisengolem. Ja? Schaust du nicht Minecraft Mark? Nein. Nee, der beschützt hier alles. Macht die scheiß Zombies kaputt. Wirklich? Ja. Macht er auch nicht uns kaputt? Nein. Als ob... Nein, der ist dafür da, der macht Monster tot. Dann nervt hier keiner. Und dann, okay, also er ist der Türsteher. Genau, der Türsteher. Breiter als der Türsteher ist er, Alter. Weißt du, wie viel? Ich hab, 1,5 Stack Kohle und ein bisschen Gold. Okay. Nicht Kohle, Eisen. Ja, läuft, ne? Ja. Hast du die Kisten sortiert? Ach, du bist keine gute Hausfrau. Nee, wir haben noch kein vernünftiges Kistensortierungssystem. Das machst du am besten dann auch mal. Ich hasse nämlich Kisten sortieren. Okay, mach ich. Oh nein, die Schaufel ist kaputt. Willst du meine haben? Ich habe noch eine heile. Ja, das wäre nett. Hier, nimm die. Und frag mich, warum ich das hier mache. Du hast Bilder aufgehangen. Ja, sieht schön aus, oder? Mhm. Oh fuck, Entschuldigung! Was da hinten hin soll, das weiß ich auch noch immer noch nicht, aber ich meine, du bist ja hier die Hausfrau. Ja. Au! Bin wieder da. Okay, ich glaube, das wird heute nichts mehr. Komm mit. Ich muss was zeigen, was Schönes. Ich möchte danach aber wieder weggehen am nächsten Tag. Ist okay. Dann werde ich nämlich was suchen. Guck mal nach hinten. Ja. Ach, das ist ja schön. Ja, hast du schön gemacht.
Es ist echt schön. Gut gemacht hast du das. Ich werde mich. Ja, hab ich doch gerade gesagt. Ich werde mich jetzt ausrüsten und werde dann in diese Richtung da hinten gehen und suche halt ein Dschungelbiom, okay? Okay, hast du einen Kompass irgendwie noch für mich? Ja, nein, aber du kannst dir einen machen. Okay, haben wir noch genug Zeug? Ja, haben wir. Hast du die Tür zugemacht? Ja. Okay, weil ich wieder was höre. Ich werde gucken, was ich für Sachen brauche zum Weggehen. Ich glaube, ich habe gerade alles. Könnte eigentlich noch mitkommen, ne? Oder nee, eigentlich kannst du auch hier alles machen. Oder möchtest du mitkommen? Nein, passt schon. Nein, du kannst auch gerne mitkommen. Ich hab dich gern bei mir. Ja, okay, ich komm mit. Ich habe das Gefühl, der Eisengolem hat nicht so viel geholfen. Merke ich. Hey, wo ist er denn hin? Was machst du? Unser Eisengolem ist abgehauen. So viel zum Thema Eisengolem. Ach, den finden wir schon wieder. Der so, ich glaube, ich habe alles dabei. Kommst du dann mit? Ja, wo gehst du lang? Bist du bereit? Also wenn die Sonne aufgeht, würde ich spätestens losgehen. Ja, ich hole mir noch ein bisschen Karotten und dann legen wir los. Und wo unser Eisengolem ist, da habe ich keine Ahnung. Der chillt wahrscheinlich irgendwo. Mark! So. Okay. So. Noch ein bisschen Melone, dann haben wir genug Essen und dann läuft das alles, Mensch. Ich habe Spitzhacke, Schaufel jemals einmal dabei. Ich habe ein Crafting-Table, ich habe einen Ofen. Das ist nie passiert. Ja. Was ist denn? Ich bin gerade geradeaus gelaufen und einfach in so ein Loch gefallen. Ganz schön schlecht. Aber okay. Ich sage ja, das ist nie passiert. Ist es ja auch nicht. Ich habe auch Nahrung dabei, das heißt, wir können jetzt eigentlich sofort aufbrechen, wenn du soweit bist. Ich crafte mir noch eine Sache und dann bin ich eigentlich... wo sind denn die Ofenkartoffeln, die gebraten wurden? Die habe ich wieder in die Essenskiste gelegt. Achso. Alter, da kommt ein Creeper. Ja, ja, rein ins Haus. Nicht raufgehen. Sonst kannst du so was hier heile machen. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Dass du an dem stirbst. Nein, als ob ich an den sterbe. Was denkst du von mir? Okay. Ich habe auch Holz mitgenommen. Ja? Überlege noch was mitzunehmen, was ich noch mitnehmen wollte. Ich wollte irgendwas noch mitnehmen. Irgendwas. Wollte ich gerade noch machen. Ach genau, genau. Jetzt habe ich es wieder. Was warte, denn? Warte. Was denn? Warte. Ich mache noch kurz was. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bosticks. Und dann mache ich mir hier noch ein bisschen. So. Okay. Ich würde sagen, wir können los. Warte, ich will mal eine Sache gucken. Die hat mir einer in die Kommentare geschrieben, aber die glaube ich nicht so wirklich, weil ich davon noch nie was gehört habe. Einen Rucksack könnte man sich in der 1.8 machen, aber das glaube ich nicht. Ich probiere es nur gerade mal. Nein, das ist Quatsch. Kann man nicht. Ja, kann man auch nicht. Okay. Lass uns gehen. Okay. Go. Go, Power Rangers. Wie geht's hier hinten lang? Da war... Ja gut. Warum ist da ein Loch in unserer Decke? Das ist vielleicht nicht mehr so... Warte, ich mach's zu. Warum? Ich weiß es nicht. Ich geh auch immer noch rein. Hier, Lani, ich hab was für dich. Was denn? Was ist denn für mich? Da liegst du doch. Hä? Ach, ein Blümchen. Wunderschön, komm. Ich bin so dankbar. Oh Mann. Komm jetzt. Bin auch hier. Bleib immer hinter mir. Immer dicht hinter mir. Immer aufschließen, Junge. Ja. Wir laufen jetzt in diese Richtung, ja? Was ist denn? Mein Internet ist gerade ziemlich gut. Warum? Keine Ahnung, jetzt geht's wieder. So. Okay. Dann laufen wir weiter in diese Richtung. Du leckst bei mir aber trotzdem gerade irgendwie nur voran. Das ist also bei schade. Mir laufe ich. Na, wie auch immer. Naja. Solange ich deinen Namen noch sehe, ist alles in Ordnung. Ja, ne? Passt schon.
Ich nehme mal hier ein bisschen Kohle mit. Was denn? Kohle brauchen wir echt mal wieder, weil wir haben gar nichts mehr davon. Hättest du sagen können, als ich in der Dings war. Nehmen wir auf jeden Fall mal mit, falls wir irgendwas finden. Wenn so eine Oberfläche ist, kann man es ja ruhig mal mitnehmen. Ich würde auch sagen, wir machen eine Höhlentour, oder? Ich hatte doch eben eine Höhlentour. Möchten wir übers Wasser reisen? Nee, es ist nur ein kleiner See, oder? Ja, hinten lädt noch, gut. Ja, wir gehen außen rum. Hier war ich auch schon. Ja. Du leckst bei mir auch ziemlich, gerade. Entweder liegt es am Server, aber das glaube ich nicht, es liegt an uns. Ja, an beiden gleichzeitig? An mir. Ah, kann sein. Naja, Hauptsache die Folge wird einigermaßen... Kommst du übers Wasser? Ich komme rüber, ja. Okay. Hier sind ein paar Kühe, die nehme ich schon mal mit. Apropos Kühe, wir haben immer noch nichts zu Hause. Ja, stimmt. Das war deine Sache. Hat die geschlagen? Ja. Aber weil du gerade vorgeleckt hast. Ich lecke hier rum wie sonst was. Ich kann mich auch nicht mehr bewegen. Was ist denn das? Oh, ja. Halt jetzt schlechtes Internet. Oh, hier ist eine Höhle. Aua. Komm ich rein. Sieht eigentlich cool aus. Eine ganz kleine. Als einfach so ein Durchgang. Einfach geradeaus. Sieht hier echt alles gleich aus, Dani. Da hinten kommen aber so große Berge. Siehst du das? Ja, ja, da gehen wir hin. Warte, ich muss mal was essen. Wir brauchen jetzt am ersten Tag schon mehr Nahrung als auf der ganzen Reise wahrscheinlich dann. Muss ich unbedingt noch was braten auf dem Weg. Irgendwann in der Nacht. So, ja. Hier sind die Berge. Da gehen wir mal drauf. Da können wir uns gut umsehen. Hier ist noch ein bisschen offene Kohle, die wir mitnehmen können. Du mitnehmen kannst. Du bist hier für die Kohle zuständig? Ja, ja, ich muss mir die Kohle nach Hause bringen. Ist ja klar. Und ich kümmere mich um den Haushalt. Also okay. So wolltest du das und so machen wir das jetzt auch. Ja, du bist meine kleine Hausfrau. Anstatt du einfach hier wir sind oben. Boah, wie hoch ist das denn? Hier geht's ja noch höher. Ja, aber man kann sich einen guten Überblick verschaffen eigentlich. Guck mal da unten, Dani. Da ist... Warte mal, ist hier... Nee, es gibt ja jetzt auch Vulkanbiome, glaube ich, ne? Ja, kann sein. Boah, ich würde gerne mal so ein Haus an so einem Vulkan bauen, das wäre cool. Und dann bricht er aus. Ja. Okay. Da unten sind ein paar Kühe, wollen wir die noch mitnehmen? Ja, machen wir. Machen wir. Einfach alles mitnehmen, was geht, ne? Joa. Dann passt das. Da haben wir noch ein bisschen was zu essen. Bisschen Kohle hier. Oh, das hat mir so gerade auch geleckt. Wo bist du jetzt hingelaufen? Auf dem Berg. Den nächsten. Okay. Hier sind Schafe. Ach Mensch, die töten wir nicht. Nee. Brauchen wir jetzt auch keine Betten. Wir können in der Nacht und so durchlaufen. Oder was? Essen braten. Die Nacht können wir aber noch nutzen. Ja. Nee, auch weil allgemein würde ich auch gerne eine Schaffarm haben. Das ist auch mal ganz cool. Ja, aber wir nehmen jetzt nicht diese Schafe mit nach Hause. Weißt du, wie weit das ist? Geht, ne? Das würde sich einfach gar nicht lohnen. Weil mir fängt jetzt irgendwie auch an zu laggen. Das ist ja blöd. Ja, beziehungsweise du fängst an zu laggen. Und der Server auch ein bisschen. Alter, hier sieht's geil aus. Guck mal. Ich sehe dich gar nicht. Wo bist du denn? Ja, ich bin weitergelaufen. Guck mal. Weiter geradeaus einfach, über den Berg. Ja, guck den Berg an. Warte, ich komm. Ja. Wo bist du? Da, wo die Schafe waren. Da, wo die Schafe waren. Komm nochmal zurück, wo die Schafe waren. Ach, da oben bist du noch. Ja, weil schau doch mal. Hier sind einfach so schwebende Plattformen und so eine schwebende Brücke und alles. Das sieht einfach ultra krass aus eigentlich. Ja, aber wir müssen hier nicht bauen, oder? Nein, aber es sieht ultra krass aus. Ich komme jetzt runter.
Wo bist du? Okay. Du ganz geradeaus gelaufen? Ich laufe jetzt geradeaus und guck mal, wo ich da runterkomme. Okay. Ach, ich sehe dich. Ah. Wir hätten Wasser mitnehmen sollen, aber da hinten ist eine Pfütze. Schaffe ich das? Schaffe ich das? Schaffe ich das? Wuhu! Ja, schaffe ich. Wo bist du? Hier oben. Ah, okay, sehe dich. Oh, da hinten sind solche Bäume. Davon könnten wir mal, bräuchten wir mal Setzlinge. Welche? Allgemein. Tannen. Davon haben wir gar keine Setzlinge zu Hause. Okay, können wir mitnehmen. Nimmst du die mit? Ja, am besten, keine Ahnung, fällen wir beide mal ein bisschen was. Dann haben wir das Holz. Ich habe keine Axt dabei. Ja gut, das ist schlecht. Aber geht schon, ich nehme mit. Ja, ich nehme jetzt die Kühe noch ein bisschen mit hier. Können wir gleich, wenn es dunkel wird, braten. Wir sollten uns eh nochmal einen kleinen Ort machen, wo wir pflanzen, alle möglichen. Ja, können wir machen. Einfach Blätter kaputt machen, dann kriegen wir Setzlinge, das passt dann. Ja. Oh, hab noch einen. Hab zwei Stück, reicht. Komm. Okay. Drei. Ja, nimm dir auch welche mit und dann gehen wir einfach weiter. Tannen ist jetzt nicht so das Schwierigste zu bekommen. Ja, drei Stück reichen. Das passt schon. Dann. Was ist das hier? Lass uns auf diesen Grasbiom weitergehen. Wir suchen ja. Oh, das ist cool. Wir suchen ja eh sowas wie ein Urwald oder ein Dorf oder so. Und okay. An Tannenbiome grenzt das nicht mehr, weil es jetzt immer so an verschiedene Wärmestufen grenzt. Also Dschungel können wir über sowas finden. Eine Höhle. Oder über normales halt so Savannenbiom oder so. Ja gut, machen wir das so. Ja. Ja gut. Bleibst du hinter mir? Laufen wir zurück, ne? Ja, ja. Ja, wir laufen aber nicht ganz zurück. Wir gehen ja gleich weiter. Oh, da. Oh, guck mal, das sieht cool aus da hinten. Wo? Da ist so eine einsame Insel mit so einem Baum im Wasser. Boah, da müssten wir eigentlich. Wie müssen wir mal da was machen, oder? Auf dieser Insel? Ich seh's noch gar nicht. Jetzt baut es bei mir gerade noch auf. Hier, komm mit. Warte, ich muss was essen. Wo meinst du? Hier. Die Insel am Wasser. Ja. Allgemein sieht das hier auch ein bisschen. Hier ist zwar ein bisschen Scheiße im Wasser, aber es kann auch entfernen. Ja, wir müssen eh noch weiter gerade. Lass erstmal weiterlaufen. Es wird auch gleich dunkel, habe ich das Gefühl. Und da müssen wir uns irgendwo mal einbauen oder so, damit wir das Essen nochmal nachbraten können. Okay. Weil ich habe jetzt zum Beispiel mein ganzes Essen schon aufgebraucht. Ja, ich auch. Oh, es wird dunkel. Ja, deswegen sage ich, lass uns da lang. Ja. Wir gucken noch ein bisschen, ob wir hier irgendwie eine Höhle oder sowas finden, wo wir rein können für die Nacht. Wenn nicht, graben wir uns einfach ein bisschen tief, okay? Okay. Wir können ja auch durch die Nacht laufen, nur mir geht es halt um das Essen auch, das wir jetzt halt anbauen sollten. Also braten sollten auf jeden Fall. Hier ist so ein Sonnenblumenfeld, eigentlich auch ganz schön. Ich hab mal 10 Sonnenblumen mitgenommen. Ja, die stellen sich immer zur aufgehenden Sonne. Ja. Ich glaube, ich habe die verloren. Ich bin einfach gerade ausgerannt. Ich nehme mal ein paar Tulpen mit. Ich liebe Tulpen. Das sind meine Lieblingsblumen. Renn einfach weiter geradeaus. Okay. Ah, ich seh dich. Okay, hier ist eine kleine Höhle. Ich will mal gucken, ob wir hier die Nacht verbringen könnten. Okay, hier sind wir nicht abgeschirmt genug. Eigentlich können wir auch draußen bleiben die Nacht. Ich möchte aber Essen machen. Ich habe sonst keine Nahrung mehr. Weil jetzt irgendwo das Essen braten, weißt du? Ja.
Okay, dann verteidigst du mich und ich brat's hier jetzt schnell. Pack mal alles, was du an Rindfleisch hast, da rein. Ich hole mir auch die Schweine da oben. Okay, super. Machen wir so. Dann können wir die Nacht jetzt auch ein bisschen nutzen. Ich versuche mal eine Schallplatte zu bekommen. Ja, viel Spaß. Warte, der muss... Jetzt, mach doch. Nein, nicht! Der Creeper hat schon... Hinter dir! Schaden. Oh, wie viele hast du ihn einmal geschlagen? Ich habe ihn gar nicht geschlagen. Warte. Der Skelett, lock das Skelett mal zu mir. Beide Creeper brauchen noch einen Skelettschlag. Warte, beide Creeper sind auf dich fixiert, dann kann ich zu den Creepern gehen. Das Skelett ist nicht mehr auf mich. Ich lock sie zum... Okay, ich mach das schon. Mach doch was anderes. Hat er eine Enderperle getroppt? Nee. Mal gucken, ob die Schafe jetzt irgendwie Fleisch geben mittlerweile. Nö, bei mir gar nicht. Joa, ist ja gut, ne? Das war wohl auch nichts. Für was willst du eigentlich eine Schallplatte? Ich glaube, ich habe welche gefunden gehabt oder so ähnlich. Oder war es woanders? Ja, aber alle kannst du ja gar nicht bekommen. Oh, fuck! Die Aufnahme geht 27 Minuten! Oh. Das ist ja unschön. Ja. Oh Mann. Hattet ihr jetzt eine Mega-Folge? Tut mir leid dafür. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Verbindung trennen.